Der verrückte Sonnenkönig ist Gänseblümchen. Die Herrschaft des verrückten Sonnenkönigs. Sei gewarnt, Leser, denn als wahres Zeugnis der Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran sind diese Glyphen mit Blut befleckt. Wahrhaftig. Diese Grausamkeiten können kaum ausgesprochen werden, also bete um die Reinigung der Sonne für dich selbst und den Erzähler dieser Geschichten. Du wirst von den tiefen Wunden hören, die fremde Ländern auf der Jagd nach Blutopfern zugefügt wurden. Auf den roten Raubzügen. Denn der verrückte Sonnenkönig befahl, dass eine ganze Generation aus jedem Dorf entfernt werden sollte, sodass sie bereitwilliger Opfergaben liefern und Kämpfer für den nächsten Raubzug stellen würden. Die Utaru, die ihn mit Getreidegaben besänftigen wollten, wurden in solcher Zahl niedergemetzelt, dass sich im folgenden Herbst der Mais von Blut der Toten schwarz und blau färbte. Bei den Oseram fichtete der Schrecken der Sonne die Leichen der Gefallenen an den Mauern ihrer Dörfer auf, damit seine Falken über die Berge der Toten dort einfallen konnten. Und im Tal der barbarischen Nora, Schrecken der wilden Ostens, erfolgten so viele Gräueltaten, dass die Bäume als Zeichen der Warnung mit Leichen behängt waren. Wer etwas über die Grausamkeiten des verrückten Königs gegen sein eigenes Volk lesen möchte, soll hier nicht enttäuscht werden. Lies von den Toten der Verurteilten im Sonnenring in allen Einzelheiten, als hätten ihre zerschlagenen Schädel es selbst berichtet, nachdem man sie vor den Toren der Stadt aufgehäuft hat. Auch wirst du keinen erschütternden Bericht über das Massaker der Jägerloge finden. Während du liest, stell dir vor, du wärst unter diesen tapferen Habichten, die bis zum Letzten kämpften und mit ihrem Blut den Sand tränkten vom Tagesanbruch bis in die Nacht. Oder stell dir dich im Publikum vor, als die losgelassenen Behemoths in die Tribünen stürmten und das Holz und Knochen zermalmten. Und dieses wahnsinnige Blutbad nahm der verrückte Sonnenkönig gnadenlos in sich auf. Er wandte seinen Blick nicht einmal ab, als sein eigener Sohn in diesem Ring des Todes aufgespießt wurde. Ja, der blonde Kadaman vom Erwachsen, Erwachen, Kadaman vom Erwachen der Dämmerung entwürdigt und verdammt für das Verbrechen, sich gegen seinen Vater aufzulehnen. Einen so wahren und vollständigen Bericht über die Taten des verrückten Sonnenkönigs Jiran findest du nicht in den Annalen und du hörst ihn nicht von den Schätzern der Sonnenpriester. Ich schreibe ihn mit schwerem Herzen und lasse keines der schrecklichen Ereignisse aus, denn das ist meine Pflicht der Geschichte und dir gegenüber, tapferer Leser. Ja, ich bin sehr tapfer. Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Was haben wir hier Schönes? Wir haben auf jeden Fall den nächsten Text. Blut. Modifikationskiste. Und zweimal eine Scherbenspielkiste. Gleich mal aufmachen. Outfit Gewebe und. Wow. Wow. Da war ja richtig viel Geld drin.
Die Befreiung, gescannte Glyphen. Die Befreiung Meridians. Ein offizieller Bericht, geschrieben von den Schätzern der Sonnenpriester und versehen mit den Symbolen der Wahrheit vom genauen Varan, der Zeuge dieser Ergebnisse war. Im 21. Jahr der Herrschaft des 13. Sonnenkönigs Jiran, in der Dämmerung seines Wahnsinns, wurde der Erbe des Sonnenkönigs hingerichtet. Das Verbrechen des strahlenden Kadaman bestand darin, dass er das Ende der blutigen Taten seines Vaters forderte, und sein Opfer brachte diesen Prozess in Gang. Jirans zweiter Erbe, der strahlende Awad, floh im abendlichen Zwielicht aus Meridian, begleitet von seiner Ehrengarde, die ihm treuer als dem Sonnenkönig ergeben war. Sie reisten die ganze Nacht nordwärts, denn sie wussten, dass sie schon bei Sonnenaufgang als Verräter verfolgt und zum Tode verurteilt werden würden. Als Jiran dieses Urteil verkündete, waren sie bereits weit entfernt und erreichten bald die Grenze des Sonnenreichs, von wo aus sie das Gebiet der Oseram betraten. Denn Kavath war klug und wollte mit den Oseram verhandeln. Er wusste, dass er unter ihnen eine Verbündete hatte, Ersa, eine starke Osram-Kriegerin, mit der Awad eine lange und ungewöhnliche Geschichte teilte. 2 Jahre zuvor war Ersa als Gefangene nach Meridian gebracht worden. Sie sollte geopfert werden, doch sie überlebte den Sonnenring und erledigte 2 Falken mit bloßen Händen. So wurde ihr die Ehre zuteil, Palastsklavin zu werden. Und sie lernte in dieser Rolle Prinz Awad kennen. Daraus erwuchs eine Freundschaft und Awad ließ seine Freundin heimlich befreien, die sofort in ihre Heimat zurückkehrte. Jetzt, auf der verzweifelten Suche nach Verbündeten, suchte Awad die Oseram auf, der er geholfen hatte. Ersa hatte Verbindungen zu den Kriegsherren und Freibeutern, die gegen die roten Raubzüge Widerstand geleistet hatten. Mit Ersas Macht und Awads kluger Strategie konnten sie ein Kriegsbündnis schmieden, das Jiran stürzen sollte. Und als rechtmäßiger Thronerbe der Sonne hoffte Awad, viele seines Volkes von der Rebellion zu überzeugen und Meridian so einen langen Krieg ersparen zu können. Nach Monaten der Vorbereitung überschritten Awad und seine Verbündeten die Grenze und marschierten nach Meridian. Als sich die Nachricht ihres Vormarsches verbreitete, flohen viele Kaja-Soldaten in die Stadt zurück, legten ihre Waffen nieder oder schlossen sich sogar den Befreiern an. Doch der weise Awad wusste, dass Jirans getreue Meridian bis zum letzten Mann verteidigen würden, auch wenn sie bei einer Belagerung der heiligen Stadt das Leben der Einwohner aufs Spiel setzten. Die Falken und die Stadtwache standen schon an den Mauern bereit, gefasst auf Pfeile und Schüsse. Doch Awads Oseram-Verbündeten hatten neue Waffen, die noch niemand unter der Sonne je gesehen hatte. Donnernde Kanonen, stark wie Maschinen. Awad erlaubte ihnen, ihre Salven auf die äußeren Mauern abzufeuern, was viele Verteidiger niedermetzelte. Als der Rauch sich verzog, griffen die Befreier in 3 Gruppen an. Eine erklomm die Mauern unterhalb des Tempels der Sonne. Eine weitere zog in den Aquädukten des Palasts und die größte Gruppe überwand mit dem Feuer der Kanonen
die verbarrikadierten Stadttore. Dies waren die letzten Kanonenschüsse auf die heilige Stadt, denn Awadh verbot jede weitere Zerstörung. Auf den Straßen spielten sich zu viele grausame Szenen ab, als dass hier alle Ereignisse wiedergegeben werden könnten. Im Chaos von Blut und Rauch wurden die Sklavenzellen des Sonnenrings geöffnet und Hunderte strömten heraus, die verzweifelt fliehen wollten. Viele von Girans Unterstützern nutzten die Gelegenheit, in dieser Flucht der Unglücklichen zu entkommen. Das Blatt hatte sich gewendet. Sonnenkönig Jiran sah seine schweren Verluste und befahl seinen treuen Falken, seinen letzten Erben, Itamen, aus der Stadt zu bringen. Amen. Ob wir den kennenlernen werden. Helis, Schrecken der Sonne, blühte durch Meridian von Westen nach Osten und erschlug alle, die ihm im Weg standen. Freund und Feind gleichermaßen. Die Grausamkeit von Helis und seinem Falken war unvergleichlich. Und so konnten Itamen seine Mutter, oh, die Königswitwe Nasadi und der hohe Sonnenpriester Bahavas mit ihnen entkommen. Awadh stellte Jiran in seinem Wi Wintergarten. Er hatte gehofft, dass sein Vater sich ehrenhaft für seine Verbrechen verantworten würde. Doch als offenbar wurde, dass das nicht geschehen würde, erschlug er ihn voller Wucht. Da der Mord an einem wahren Sonnenkönig eine undenkbare Tat ist, die die Welt unausweichlich in Schatten tauchen würde, bewies Girans Tod, dass die Sonne ihm die Legitimation entzogen hatte. Ja, die Sonne hatte sich auf dem Thron Meridians in Schatten verwandelt. Und es war Awadhs Licht, das den Schatten nach Westen verdrängte, wo er bis zum heutigen Tage ist. Und so wurde der Verlauf der Dinge korrigiert. In diesem ersten Jahr der Herrschaft des 14. Sonnenkönigs, des strahlenden Awadhs. Alter Schwede. Meine armen Füße. Die Reichen berauben, untersuche den Tatort. Wenn wir schon mal hier sind, oder? Können wir da gleich mal ecken. Rede mit dem Diener, optional. Blutstropfen, die von hier wegführen. Du hast den Einbrecher fliehen sehen? Ich stand mit dem Rücken zur Mauer. Ich dachte nicht, dass wer zum Fenster rausklettert. Er war grau gekleidet und hatte das Schwert. Mehr weiß ich nicht. Bei der Sonne, mir blieb fast das Herz stehen. Bei der Sonne mir. Gibt es was Neues über das Schwert? Noch nicht. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Folge der Blutspur. Mehr Blut. Ich bin noch auf der richtigen Spur. Er ist schwach. Er redet von Frieden, aber er hat einfach zu viel Angst, um die Schattenkarja anzugreifen. Noch mehr Blut. Der Dieb hat sich schlimm geschnitten. Die Spur endet hier. Aber irgendjemand muss den Dieb gesehen haben. Wieder einmal. Ich habe gehört, dass die Maschinen noch einen Ort im Süden eingenommen haben.
Der die. Rinde. Viele Adlige sind nach Sonnenfall geflohen. So, das sind sie. Ist hier jemand langgerannt? Mit einem Schwert? Aber ja, er hat sich ein paar Stoffstücke geschnappt und rannte die Treppe darunter. Er hat geblutet, vielleicht braucht er einen Verband. Verdammt! Diese Stoffe sind teuer! Ich habe also einem Dieb Verbandszeug bezahlt. Die Welt kann erst mal warten. Ich bin verdammt! Hier ist es sicher, aber in der Wildnis wird man von Maschinen. Ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Banuk-Relikte? Ich habe einen Freund bei der Wache. Dann nimmst du mir etwa die komischen Figürchen ab? Du suchst nach Artefakten? Ja, aber nicht für Profit. Sonnenkönig Awad machte mich zur Gesandten der Banuk. Ich arbeite für sie, suche Relikte und bringe sie zurück in ihre Heimat, Ban-Ur. Ich bin ganz besonders interessiert an Holzfiguren, die man bei Banuk-Felsmalereien finden kann. Wenn du welche für mich hast, ist mir das einiges wert. Erzähl mir mehr über die Banuk-Figuren. Es sind grobe Holzskulpturen von Anak, der wegen dem Mord an seinem Häuptling aus Ban-Ur verbannt wurde. Er hinterließ die Figuren bei bemalten Steinen an Orten, die ihn an seine Heimat erinnerten. Später stellte man seine Unschuld fest. Jetzt sieht ihn der Stamm als eine Art Held an und will die Figuren zurück. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich werde sie dir abkaufen, wenn du welche hast. Der König machte dich zur Gesandten der Banuk? Ja, ich habe Ban-Ur schon sehr oft besucht. Die Verak-Häuptlinge kennen mich. Ich helfe bei den diplomatischen Beziehungen mit Awad. Manche finden, sie sind ein merkwürdiges Volk. Aber ich komme mit ihnen gut zurecht. Man muss einfach nur am besten sein. Unabhängig von deiner Familie und deinem Geschlecht, ob Mann, ob Frau. Das Können wird respektiert. Die Herkunft ist völlig unwichtig. Ich sehe den Anreiz. Viele Karcha leider nicht. Alles, was sie nicht verstehen, ist rückständig oder wild. Fertig? Lass uns handeln. Was du hast. Ich kann mir sogar eine schon leisten. Nice. Gib her. Komm wieder, wenn du Banuk-Sachen findest. Du da, Fremde, handelst du mit Relikten? Hab ich gerade, ja. Du fragst. 500 Metallscherben. Hier ist einfach nur so ein kleiner Bonus. Schon wieder eine Speerspule. So, auch neu, ne? Was ist das denn? Schmutziger Korb. Warte mal, ich muss die Sachen hier kaufen, damit ich sie da hinten wieder loswerde? What? Hast du irgendwelche Banuk-Relikte gefunden, Fremde? Sieh dir mal diese Waren an. Wann denn da war der hier? Gib mir mal genau eins, ne? Immer konzentriert, immer. Jetzt sind es Spezialobjekte, also nehmen sie mir jetzt einen Platz weg? Nee. Nehmen mir keinen Platz weg. Das ist meine Meinung.
hochwertige Waren zu fairen. Wir alle haben im Großen zusammen. Seh dich doch mal um. Wer ist das? Sieh dir mal diese Waren an. Hey, wer ist das? Weiß ich nicht, was du siehst. Na Mann. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallene. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Und? Oh, das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Ja, wo bist du stehen geblieben? Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern, wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Was für Hindernisse. Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht grauhaarige an. Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. 38? Oh, nicht schlecht, hast ja schon einiges gemacht. Hast du... Oh, okay. Eine Beuteerweiterung. Warst du auf jeden Fall noch ordentlich dabei gewesen anscheinend. Na Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein. Aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung. Wie die Sonne. Und machst du da jetzt weiter, oder... Ist das schon so lange her, dass du lieber wieder von vorne anfangen würdest? Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt,
wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu ehren, ehrt uns alle. Noch was zum Lesen. Juhu. Die Nora sind immer unter sich geblieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... Der Sonnenglaube. Die sieben Artikel des Sonnenglaubens. 1. Über der gesamten Welt steigt und sinkt die Sonne, was klar und deutlich ist. Sie schenkt allen Pflanzen, Tieren, Maschinen und Menschen Leben, was klar und deutlich ist. Von allen Stämmen hat keiner solche Höhen erklommen, wie die Kaja von der Sonne geleitet. Da all dies an jedem Tag klar und deutlich vor uns liegt, preisen wir all dies jeden Tag und glauben an die Sonne und ihr Licht. Mit Freude und ohne jeden Zweifel. 2. Wahrscheinlich Restarting wegen Handlungen und einiges dann erstmal andere Skills bei ihr und so. Ja, okay, wenn man natürlich vorher schon weiß, wo man da vielleicht am Anfang eher reinskillen sollte, dann ist das natürlich dann schon... Vielleicht ein leichterer Start, aber zum Ende hin ist das völlig egal. Hatte mich verskillt, gesehen, wo ich einen Gegner nicht packte. Welchen Schwierigkeitsgrad spielst du denn? Also ich spiele auf normal. Bin schon am überlegen, ob ich vielleicht einen hoch mache auf schwer. 2. Nur der rechtmäßige Erbe der Sonne, geboren in den strahlenden Linie, die auf den Gründer Araman zurückgeht, kann der Verkünder der Sonne sein. Ihm werden die Wünsche der Sonne offenbart und seine Lippen verkünden sie, auf dass sie von den Menschen ausgeführt werden. Er soll als Sonnenkönig bekannt sein und sein Wort sei Gesetz. Auf schwer spielst du? Ah, ich spiele gerade aktuell auf normal. Also so wie das Spiel halt standardmäßig ist vom Schwierigkeitsgrad her. 3. Wir akzeptieren das Gericht der Sonne in allen Belangen. Wir bieten ihr unsere nackte Haut dar, damit sie unsere Sünden verbrennt. Wir empfangen ihre Erneuerung. Wir tragen ihre Hitze für gewisse Zeit. Wenn unsere Haut ihre Röte spürt, ihre bronzene Rüstung, werden wir stark. Wenn unser altes Selbst bloß liegt und sich häutet, werden wir erneuert. 4. Im Licht der Sonne sollen wir nur wahrhaftig sprechen. Wir sollen nur Recht schaffen, kämpfen und wir sollen so handeln, wie es dem Willen der Sonne entspricht. Wenn der Schatten über uns kommt, sollen wir unserer Erleuchtung gedenken. Wir sollen keine Schuld für unser Unglück zuweisen. Wir sollen aushalten. In der Kälte des Mondes akzeptieren wir Stille und Tod und Vergänglichkeit, bis die Morgendämmerung zurückkehrt. Denn die Natur besteht aus zwei Hälften, Sonne und Schatten. Und wer eine Hälfte leugnet, leugnet das Ganze. Und der Schluck ist mir schon jetzt gerade auf. Achso, ja, umschalten kannst du eigentlich jederzeit, ne? Wenn du der Meinung bist, oh, das ist gerade ein bisschen zu schwer, dann kannst du ja jederzeit einen runterschrauben. Es gibt ja Spiele, da musst du dich ja vorher entscheiden, welchen Schwierigkeitsgrad du nehmen möchtest. Den darfst du ja dann auch zwischendurch nicht mehr ändern. 5.
So wie die Zeit der Dämmerung vor unserer Zeit anbrach und die Welt der Alten beendete, so soll erneut eine Zeit der Dämmerung kommen. Denn dies ist der Lauf der Dinge. Der verborgene Schatten wird auferstehen, er wird das Licht der Sonne verdunkeln und uns zu großer und schrecklicher Veränderung führen. So, bin mal raus. Alles klar, Lalüchen. Viel Spaß noch. Danke, dass du da warst. Doch auch in diesem Wissen stehen wir fest zu unserem Glauben und vertrauen darauf, dass die Sonne einen neuen Morgen bringen wird. Wie sie es vor langer Zeit schon für unsere Gründer getan hat. Ich habe mir das als Vorschlag, wie wenn du zu häufig stirbst, dann kriegst du so einen Vorschlag von wegen, ey, schalt mal lieber runter, oder was? Hört sich ja an wie bei Resident Evil 3 oder so, da kriegst du ja auch so nach dem dritten Tod. Willst du nicht lieber ein bisschen leichter spielen oder Assist Mode oder sowas? Oh, so, kurz. Ich hab Boost. Meine Fresse. Kurz was nippen hier. Also, sechstens. Das heilige Meridian, die Stadt der Sonne, soll für immer die Heimat der Kaja sein und der Turm soll das Symbol ihrer Gründung verehrt werden. Immer soll ein Sonnenkönig der strahlenden Linie auf ihrem Thron sitzen, denn ohne einen Verkünder der Sonne bleibt ihr Wille verborgen. Dies zu verleugnen bedeutet, eine Zeit der Dämmerung heraufzubeschwören. Siebtens. Die Kaja sind unbestritten die Kinder der Sonne. Sie sind herausragend unter ihrem Blick, doch ihr Licht scheint auch auf die barbarischen Stämme des Nordens, Ostens und Südens. Es ist die Pflicht des Verkünders der Sonne zu beurteilen, ob der Blick der Sonne sich zunehmend oder ablehnend auf etwas richtet. Und so wird die Pflicht der Kaja bestimmt, dem Willen der Sonne zu tun, auch an Orten, die ihr Licht nicht erreicht. Ja, da haben sie sich ja was vorgenommen, wa? Die Meinung jetzt nach all dem ändern. Guten Tag. Da haben sie sich ja was vorgenommen. Ich musste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Der macht sicher diese Adelige in den Hof. So sicher wie die Sonne aufgeht. Naja, wenn es doch eine Adelige ist, warum nicht, wa? Wenn der Dieb hier war, gab es für ihn nur einen Weg. Vorwärts. Warum beschützt König Ab? Keine Spur von dem Dieb. Jemand muss ihn gesehen haben, als er hier lang gerannt ist. Rede mit den Zeugen. Sieh dir die Farben der Menschen an, die hier umherlaufen. Sie leben. Die ganze Stadt lebt. Ist dir jemand vorbeigelaufen? Mit einem Schwert in der Hand? Ja, er hatte mich fast umgerannt. Er rannte über den Wall und fuhr mit dem Lift runter. Den holst du nicht mehr ein. Aber er hatte kein Schwert. Er hatte gar nichts in der Hand? Absolut nichts.
aber er rannte wie ein geölter Blitz. Der Dieb muss das Schwert weggeworfen haben. Aber wo? Vielleicht hat ihm jemand geholfen. Am Stand der Händlerin hätte er das Schwert schnell loswerden können. Der Mann rannte wie ein wütender Graser und er hatte kein Schwert. Sonst weiß ich nichts. Bald wird es draußen hell sein. Ein Iglo, Schneemann oder Weihnachtsbaum? Ja. Liegt denn auch so ein Schnee in deinem Dörfchen? Die Stadt ist mittlerweile so. Viele gewöhnliche Leute nehmen bei Nacht die Aufzüge nach unten ins Dorf. Sieh dir diese Waren an. Der Dieb ist anscheinend entkommen, aber ohne das Schwert. Er hat es vielleicht irgendwo abgelegt. Bei dir zum Beispiel. Was? Nein! Ich habe damit nichts zu tun. Das wird sich zeigen, wenn die Stadtwache deinen Stand durchsucht und deine Kunden befragt. Oh, bitte nicht. Hör mich erst an. Es heißt, du bist ein helles Licht in der Dunkelheit, also wirst du mir zuhören. Es stimmt. Ich hatte das Schwert und ich gab es an jemanden weiter. Es wird verkauft, aber nicht für den Profit. Die Scherben sind für Bedürftige. Und das soll ich dir glauben? Ich kann's beweisen. Meine Freunde sind bei der Wassermühle im unteren Dorf. Sie erklären dir alles. Wenn sie dich nicht überzeugen, komm zurück mit den Wachen. Ich gehe nirgendwo hin. Das könntest du ruhig. Ich finde dich. Aber na gut. Ich gehe zur Wassermühle. Okay, dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Bessere Waren findest du nirgends. Ich will dir einen Handel vorschlagen, Fremde. Mir sind die Osseram völlig egal. Aber Hauptmann Erse hat für uns gekämpft. Nebiome, Schneemann bauen oder so. Da machst du alles schön winterlich, ja? Ich bin mal gespannt, wie das dann bei dir aussieht. Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise ohne Freunde und Familie! Keine Bedingung! Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund! Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Gute Scherben! Genug für ein Gewand, das besser zu dir! Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Geh auf Maschinenjagd, dann weißt du, woran man bleibt. Ja, bau da auf jeden Fall mal was um, Rose. Kannst ja gerne mal dann so ein Foto schicken in Discord. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein.
Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Zahlung bei Rückkehr. Na gut. Hätten ja wenigstens hier noch mal eine Kiste hinstellen können oder so. Hast du das Ehrenmal im Sonnenring mal bei Nacht gesehen? Wie die Kerzen im Dunkeln leuchten? Sobald Sonnenfall gefallen... Die hat aber auch schon mal glückliche Zeiten gehabt, wa? Das ist schön. Ja, da mit so einer Fresse, ey. Oh, da unten sind die ganzen Bauern. Landwirtschaft for the win, ey. Ey, irgendwie muss ja die Stadt versorgt werden, ne? Hat in der Nähe auch einen Fluss. Wahrscheinlich sind auch Fische drin, ne? Voll versorgt, wa? Würde ich sagen. Anderen Seite auch was ist. Auf der Straße wird viel gelächelt. Na los, Eloy. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Wirst du sehen. Wenn du unbedingt bleiben willst, solltest du dich oben bei Assis vorstellen. Bitte. Das ist eine Quest. Bei der Sonne.
Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich? Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Sehr schön. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Also kriege ich die Waffen erst, wenn ich in alle Jagdgebiete drin war. Toll. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Ich gehe nicht nach Hause. Nein. Ich will meinem Vater nicht begegnen. Es gibt hier viel Arbeit. Typisch Wilde. Hier einfach so reinzustolpern. Einer von uns wurde getötet. Los, verschwinde! Die Kaja arbeiten schon so typisch lange. Seit der hier einfach so reinzustolpern. Auf den einer von uns wurde getötet. Die los, verschwinde! Die Neulinge. Schön, eine Pause zu haben. Was haben wir denn hier? Ein Nora-Küken? Ich gehe bestimmt schon viel länger jagen als du. Bist du ein Küken? Nicht mehr lang. Für mich wird schon bald ein Habicht bürgen. Pech für dich. Angeblich ist König Awad zu beschäftigt mit den Osseram und ihre Rebellion in Sonnenfall niederzuschlagen. Die Verdammnis ausrotten. Da könnte man ja gleich versuchen, das Licht mit den Händen einzufangen. Oh, hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du mit mir redest. Noch mehr zum Lesen. Verordnungen der Loge. Verordnungen der Jägerloge. Abschnitt 1 der Emme. Bla 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 bla. Okay, danke. Welche Artikel und. Nee. Hier von wem 1.1, 1.2, 1.3, ja, genauso, ey. Wenn nur Sachen lesen, die wichtig sind, diese unwichtigen Sachen. Mittags und bei Sonnenuntergang im Sonnentempel. Hört sich wunderschön. Bei der Sonne. Bis das fertig ist, bin ich alt. Was haben die denn hier Schönes? Ich habe noch nie das Brot mit einer Fremden gebrochen. Verwüster, wa? Oder wie heißt der? Nee, Donnerkiefer hieß der. Es wird Zeit, wieder zurück in die Arbeit zu gehen. Aber ich nehme mir noch eine Minute Zeit. Boah, ich fühle mich gerade, als wäre ich bei Witcher oder so. Wenn ich gerade in irgendeiner Taverne wäre, bin ich ja irgendwie auch, wa? Weil da unten sind Barhocker, Tische, da wird gesoffen.
Musik. Wochenlang an einer Apparatur herum, die einen Socken da an einem Tag besorgen. Hoffentlich hält die Wache. Ich will eigentlich keine. Lilian überlebt dank seiner traditionsreichen Adelsfamilie. Vergiss das niemals. Hast du was Wichtiges? Bericht über Rotschlund 1. Aufgezeichnet durch den wissbegierigen Jandin Niemann, ansässiger Historiker der Jägerloge. Es ist weithin bekannt, dass Fakten im Laufe der Zeit zu Verdichtungen werden. Dichtungen. Wenn sie als Erinnerungen verblassen und selbst neue Fakten überdauern, nur kurz unter den Gerüchten und Legenden des Südens. Dies trifft besonders im Falle von Rotschlund zu, dem schrecklichsten aller Donnerkiefer. Eine Maschine, die nur als legendär bezeichnet werden kann. Einige, die ihm erblickten, überlebten dies und noch wenigeren darunter kann man trauen, ihre Geschichte nicht auszuschmücken. Gleichwohl ist es hier mein Bestreben, all die Untaten, die der Bestie zugeschrieben werden, wahrheitsgemäß aufzuzeichnen. Und ebenso all die Expeditionen, die diese Untaten ein für allemal zu beenden suchten, keine von ihnen war erfolgreich. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes streut der Schrecken des Südens noch immer frei herum, vielleicht mit ein paar Narben, doch noch genauso tödlich wie an dem Tag, an dem die Sonne zum ersten Mal auf seinen gepanzerten Körper schien. Zu Beginn des Frühlings des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran wurde ein Anwesen nahe der Fluthände zerstört. 9 Leichen wurden geborgen, 8 durchlöchert von Kanonen einer vollkommen zerquetscht. Keine Zeugen überlebten. Obwohl es nie bewiesen wurde, wird gemeinhin vermutet, dass dies Rotschlunds erster Angriff war. Im späten Frühling des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Expedition aus 4 Jägern des Sonnenfelds aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die Zerstörung des Anwesens verantwortlich waren. Keiner kehrte zurück. Ihre Leichen wurden später im Süden gefunden, 3 in die Luft gesprengt, 1 zertrampelt. Nie bewiesen, doch Rotschlund zugeschrieben. Oh, hat sich sogar ein bisschen gereimt. Im frühen Sommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Expedition aus 6 Söldnern von Meridian aus auf die Jagd nach der Maschine oder den Maschinen, die für die oben beschriebenen Verluste verantwortlich waren. Einer kehrte zurück, die Rippen zerquetscht, das Schlüsselbein gebrochen. Er sprach von einem Donnerkäfer, der mit einem einzigen Biss einen Menschen zerteilen konnte. Dies ist die erste bestätigte Sichtung der legendären Maschine, durch die sie auch ihren Namen erhielt. Im Spätsommer des 18. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine 8-köpfige Expedition von Meridian aus auf die Jagd nach Rotschlund. Keiner kehrte zurück. 6 Leichen wurden in der Nähe von Schwarzschwingen stumpf gefunden, 1 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet, 1 erstickte an der eigenen Zunge, offenbar ausgelöst durch einen Krampf an Todesangst. Okay, im Herbst des 18. Jahres seiner Herrschaft befahl Sonnenkönig Jiran der Jägerloge eine Expedition in den Süden auszusenden, um Rotschlund aufzuspüren.
Nach mehreren logistischen Verzögerungen zogen im Winter 3 Habichte und 3 Dross und 3 meine Fresse, Drosseln aus. Nur 2 kehrten zurück und berichteten vom Tod der anderen. 2 in die Luft gesprengt, einer zertrampelt, einer enthauptet. Die Überlebenden wurden für ihre Feigheit geopfert. Einer von einem Sägezahn zerrissen, der andere von Falken aufgespießt. Nach diesem Rückschlag wurden die Mitglieder der Loge vorsichtig und nur die stolzesten Habichte zogen überhaupt in Betracht, sich auf die Jagd nach dem legendären Donnerkiefer zu begeben. Anwärter für die Loge jedoch töricht in ihrem Ehrgeiz beteiligten sich bereitwillig an weiteren Jagden. Im Sommer des 19. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran wurde das Interesse an Rotschlund durch die Vernichtung einer Karawane südlich der Schmornfelsen 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, einer verbrannt, neu entfacht. 3 Expeditionen mit insgesamt 15 Söldnern verfolgten die Maschine, doch es gab nur 3 Überlebende, 9 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, 2 ausgeweidet, einer verflüssigt. Was? Zu Beginn des Frühlings des 20. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begab sich eine Kohorte aus 12 Soldaten, die von den Regenfängen zur Flamme reiste auf die Fährte der Bestie, nur einer überlebte, einer in die Luft gesprengt, einer zertrampelt, 10 zerquetscht, als ihre eilige Flucht eine Lawine auslöste. Im späten Frühling des 20. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Jiran begaben sich 3 Kohorten mit insgesamt 34 Mann auf die Suche nach Rotschlund. Leider wurden jedoch von Pöschern überfallen und nur 4 überlebten. 24 erschossen, 6 gesprengt. Verständlicherweise setzte dieser Vorfall der Jagd auf Rotschlund für einige Zeit ein Ende. Im Sommer des 1. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Awad wurde eine Gruppe von 6 Osram-Händlern von der Bestie angegriffen, einer in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, einer in eine Schlucht geworfen. Der einzige Überlebende ersuchte Hauptmann Ersa darum, die Garde auf das Monster anzusetzen, doch sein Wunsch wurde ihm verweigert. In Folge wurden jedoch 3 zusätzliche Expeditionen aus Söldnern und Logenanwärtern ausgesendet. Herbst, 7 Mann, 2 in die Luft gesprengt, 3 zertrampelt, einer fiel in seinen eigenen Speer, ein Überlebender. Winter, 9 Mann, 3 in die Luft gesprengt, 2 zertrampelt, 2 erfroren, 2 Überlebende, immerhin. Frühling, 11 Mann, 5 in die Luft gesprengt, einer zertrampelt, 3 wählten den Rückzug über den Rand einer Klippe, 2 Überlebende. Die letzte überlieferte Sichtung von Rotschlund gab es im Frühling des 3. Jahres der Herrschaft des Sonnenkönigs Awad Arkas. Habicht der Loge erhielt Nachricht von einer Sichtung nahe Donnerkopf und brach auf, um sich der Bestie selbst zu stellen. Seine Drosseln Talana erreichte den Kampfschauplatz zu spät. Gerade als Tarkas seinen Verletzungen erlag, mehrere Stichwunden. Talana bezeugte, dass sich Rotschlund in den Wald zurückzog und sie den Speer ihres Mentors sehen konnte, der in seiner Haut steckte. Entschuldige.